Also willkommen zurück bei Enshrouded. Wir sind zu Hause. Und zwar bei ihr. Ja, ja, bei der Valerie. Denn sie hat eine Questal für uns. Beziehungsweise sie ist ganz verblüfft. Was, irgendwas hat sie gesagt. Was habt ihr? Sei leichtfüßig, ja, du auch. Die schönen Dinge des Lebens. Nenn mich nicht eitel, aber ich vermisse die Mode der alten Welt. Die leuchtenden Farben, die luxuriösen Stoffe, die schönen Reichen, die sie tragen und ihr noch schöneren Reichtümer. Vielleicht findest du da draußen noch ein paar Kleidungsstücke. Es würde nicht schaden zu suchen. Prestigekleidung finden. Oh. Always stay upbeat. Haben wir da jetzt eine Markierung gekriegt? Haben wir nicht. Es gibt eine Prestigekleidung zu finden. Oh. Aber jetzt werden wir nach Kelvins Ruhe gehen und dann zwar von der Düsterdickicht warte, wenn wir schauen, wie weit wir darüber fliegen, denn. Notenblätter. Schauen wir, was wir finden, oder? Sagt sie dazu. Müsste jetzt ungefähr passen, jawohl. Schaut doch geil aus, oder? Steh auf den Gleiter. Das schau allein, dass den einbaut haben ins Spiel, ist genial, ne? Kelvin, Kelvin, who the fuck is Kelvin? Stand dort unten. Da haben wir es ja schon, Kelvins Ruhe. Na bumm. Was sind jetzt Wooker? Hört sich auch anders an, der Pfeil, wenn man los abschießt. Hihi. Ich weiß. Autsch. Irgendeiner tapselt da, gell? Haben die Kelvins Ruhe umgebaut? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es so ausgeschaut hat. Also geht's auch. Aus der Luft. Na, wer ist dann? Also ist das schon so lang her, dass man gibt's. Da ist ein Flattermann irgendwo noch.
könnte mich echt nicht erinnern. Ganz interessant. Sekunde bitte. Bin schon wieder da, Leute. Ich musste kurz telefonieren. Kann mich gar nicht erinnern. Der Kelvins Ruhe. Da hat er irgendwie nicht hineingeladen. Brauche ich aber nicht mitnehmen. Muss man schauen, ob da jetzt noch ein paar so. Ah, jetzt ist die Textur da. Weil, wenn er das jetzt öfters macht, müssen wir das Spiel dann einmal neu starten. Es ist hin und wieder so. Hin und wieder will er die Textur nicht gleich laden und. So, also ganz Kelvins Ruhe durchsuchen, dass man. Das finden, das wird interessant. Und noch interessanter finde ich das mit der. Sollten wir da oben gehen? Nein, ne? Oder schon, probieren wir es. Irgendwas ist ja da, ne? So. Ich kann mich auf das nicht erinnern mehr. Schön. Ernsthaft. Echt arg. Sehr gut. Reparieren. So ein Schleifbock wollte ich schon sagen. So einen Amboss hätte ich so gerne herstellen können. Der passt hat super zu uns zum Schmied. Das ist schon eine schöne Kiste irgendwie, gell? Der Geheimtür? Nein. Kanalisation. Wirklich sicher gut. Also zumindest jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, nicht, wenn das schon hunderte Jahre her ist, aber dann ist das ja schon bei Erden. Obwohl gut riechen jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also eh nur das Übliche, ne? Gut. Oh, aber okay. Schau, die wollen schon unbedingt spielen. Na, kommt's her. Hat's beruhigt jetzt. Was ist denn da oben los eigentlich? Der Schwede, ich kann mich nicht erinnern an das. Das spielt sich in der ab. Achso, das sind 300 Fledermäus. Na gut. Das ist dann jetzt endlich eine Ruhe, ne? Wenn das ein Gefängnis war, dann hat er geschmackig, ne? Ich werde nicht mehr. Da waren wir noch nicht. Ziegelfachwerkblock. Alter Schwede. Ist der neu? Bitte, wie geil schaut der aus? Eine neue Art von Holzblock zum Bauen. Die Ziegelsteinakzente erwärmen jeden Raum. Alter Schwede, ist der geil. Geil, wir haben einen Block gefunden an neuen. Ich, das saß nicht. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt könnt ihr es euch aussuchen. Na, die Ratte hat sich gut platziert. Brauchst nicht jammern. Komm, das ist ein Ungeziefer da. Na, war man in Kelvins Ruhe oder war man nicht da unten? Ich weiß nicht. Oder haben sie das komplett umgebaut jetzt da?
Das ist so groß, dass ich schon nicht mehr weiß, wo ich war, ne? Wenn mich nicht erinnern, was in... Hä? Öffnen. Lol. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass wir da drin waren. Also das muss neu sein. Oder wir haben es halt einfach nicht gefunden damals. Was ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen kann. Aber in Kelvins Ruhe waren wir doch. Aber Wuka waren da keine. Die Wuka haben wir doch das erste Mal erst gesehen, da irgendwo in der Wildnis, ne? Keine Ahnung mehr. Irgendwie bin ich komplett jetzt da überfragt. Pass auf, da gehen wir aber wieder runter und schauen wir, dass wir da unten jetzt wirklich alles finden. Ja klar. Denken wir noch, warum schaut das das... Lol. Wir stecken fest schon wieder. Jetzt war am Zager, als Radler. Schaut, dass da die Fackeln nicht angehen. Ziegel. Auge. Da ist eh der Ziegelfachwerkbock. Alter, schaut der geil aus. Bock. Also ich kannte den Block nicht. Servus. Hören von hinten. Arz. Da ist ein Astl, ne? Nein, nicht einmal. Jetzt war wohl eine. Also ich glaube, die haben Kelvins Ruhe umgebaut. Falls wer weiß, dass nicht so war, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht werden wir selber in der Playlist durchschauen. Ich habe das, wenn ich da war, habe ich sicher benannt, die Folge in Kelvins Ruhe. Müssen wir das selber direkt einmal nachschauen. Kann mich nämlich nicht erinnern. Da wieder ein Radler heißt, das ist ja nicht normal. Ich möchte jetzt da nichts versäumen. Jetzt ist ja die Frage, in welche Richtung gehen wir, ne? Das sind so die etwas kleineren Katakomben, ne? Aber super gemacht. Sowas unterirdisch bauen? Alter, da kriege ich ja schon gleich eine Idee. Bei uns ist das jetzt auch nicht mehr drinnen wegen Altersand, wegen Sammler, ne? Also Gitter können wir ja auch schon machen mittlerweile, ne? Gatsch können wir nicht machen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Vielleicht gibt es ja einen Gatschblock. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht dann, wenn Wasser ins Spiel kommt, ne? Soll ja Wasser hinzugefügt werden. Dann könnte man vorstellen, dass ein Gatschblock vielleicht auch gibt einmal, ne? So dumm sich's anhört, ne? Ein Gatschblock, aber für sowas. Unterirdische Katakomben bauen. So wie da jetzt, so eine Kanalisation.
den verwitterten Steinblock, weil das ist der verwitterte Steinblock, deswegen sind ja da die Knochen in die Ecken. Das ist alles der verschwitterte Steinblock. Mit dem kann man irrsinnig schön bauen, ne? Weiß nicht, ob man mit einem zweiten gemischt ist, ich glaube nicht. Oh ja, der Deckenblock ist glaube ich ein anderer, aber das ist der verwitterte. Nix. Okay, das haben wir gekommen, gut zu wissen. Da tut der Radler. Okay. Wir sind von da gekommen, ne? Wurscht, wir gehen jetzt einmal trotzdem da. Aha. Da ist ja auch was, da werden wir auch gleich reinschauen. Genau, das, da waren wir schon. Da sind wir gekommen. Genau, haben wir aufgemacht. Dann schauen wir da kurz einmal in die Ecken rein. Okay, komm. So, wieder hin. Auf, ne? Ja. Ja, wenn die Stufen aufgegangen, ne? Das war ja schwierig zu erraten. Ernsthaft? Wer schreit denn das auch erst? Wo liegt der Wachs? Da war's da hin? Wurscht, Leute, Dietrich haben wir eh. Zur Not klopfen wir da so ein Eisending und stellen wir uns noch welche her. Plündern. Dietrich, na schau. Das lassen wir jetzt aber in Ruhe, wir gehen wieder runter. Ja, das wird ein Spaß, alles wird sich in einer Folge nicht ausgehen, dass wir das finden. Und auch nicht, dass wir da alles aufdecken, ne? Echt arg. Also. So, und jetzt weiß ich schon immer, wo das war, was runtergegangen ist. Wie gesagt habe. Ich und meine Orientierung. Na gut, aber da darf man sich schon verlaufen. Ne? Das ist ja schon ein bisschen ein Irrgarten. Ne? Da steckt er drinnen. Wo war denn jetzt das? Das werden wir gleich nochmal reparieren dazwischen einmal, so. Sehr gut. Wo war denn das Eisengatter da, das große? Wo ich gesagt habe, da werden wir runter schauen. Wo war denn das jetzt? Ups, na, das war's nicht. Alles da drüben? Ich dachte, das müssen wir eigentlich zerschlagen, das Tierl, dass wir runterkommen. Ja, da geht es auch noch raus, okay. Okay, da geht es raus. Raus wollen wir aber noch nicht.
wie kommt man da wieder raus? Ja, schauen muss man halt kennen, ne? Dann ist einiges leichter. Das hat sich da jetzt irgendwie so angehört, ne? Also, ob das da, aber da ist nicht. So, nochmal. Da sind wir gegangen, wir haben gesagt, wir schauen da Fähre. War das da? Da war das, ja? Ja, da ist schon einer. Werden wir zerschlagen, das Ding da. Normalerweise, wenn so ein aufstehen, kann man es kaputt machen, auch, ne? Man muss nur ein bisschen Geduld haben, Leute. Na, Gott sei Dank habe ich recht behalten, ne? Weil sonst war es ja brandpeinlich geworden jetzt. Ist aber eigentlich auch gut so, wenn man jetzt überlegt, was das für ein robustes Titel war. Wäre es ja ein bisschen seltsam, wenn das nach drei Schlägen hier ist, ne? Na, da haben wir auch schon wieder was, schau. Lol. Jetzt ja richtig rentiert, die ist die Tür da. Ach so, ich Trottel! Na klar hat sie sich rentiert, wenn man ein bisschen schaut, ne? Da warten wir rein, kommen ohne, dass wir es hinmachen müssen. Und mit dem ersten Kupferaxterl oder die Anfangsaxt, jetzt ein bisschen länger geklopft auf der Tür, ne? Da wird es, glaube ich, lustig da drinnen. Als nächstes, schade, leider. Da ist ja gar nichts. Okay, das war nur eine kleine Katakombe. Katakombe? Oder was? Ja. Das war's? Ich glaub's halt irgendwie noch nicht so ganz, was das gewesen sein soll. Aber das war's tatsächlich. Na gut. Brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen dann nochmal alles ab jetzt da. Da waren wir. Schön einmal im Kreis gehen. Dann jetzt schauen wir uns nämlich die ganze Außenwand da einmal. Nochmal. Also wir sind da schon jetzt ein bisschen im Gas gehen, die war's, Leute. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Da geht's rauf. Ich glaube nicht, dass das war. Vielleicht war es es ja. Dann haben wir zumindest sollen. Ja, schaut so aus, pass auf. Da ist das jetzt da. Genau, da waren wir auch schon drüben. Genau, und jetzt sind wir wieder da. Und jetzt schauen wir uns die Innenseite noch einmal an. Ich nehme mal an, das sind die oben, die da ganze Zeit herummarschieren. Da in dem Raum ist sonst nichts.
den Außenbahn immer schauen. Wir schauen jetzt die Innenwand an. Innenwand ist gut gesagt, die Innenseiten, ne? Innenwand. So. Genau, da waren wir schon uns, sonst hätte der Kathode Radlerling, ne? Da war die eine Kiste. Mit dem leibenden Block. Sehr interessant. Na, das wird was, Leute. Bin ich gespannt, ob wir die Notenbladeln finden. Und ihr müsst überlegen, das ist ja Gebiet 13 bis 15, das neue Gebiet, das dazugekommen ist. Das heißt, somit kommst du dann eh zu diesen Orten her, ne? Kelvins Ruhe war ja gar nichts, ne? Da könnte ich mich nicht erinnern. So, jetzt haben wir aber alles gesehen, jetzt reicht's, ne? Jetzt werden wir wieder aufgehen. Bin ja schon 25 Mal bei irgendwelche Aufgänge gegangen, so, da werden wir den nehmen. Jetzt ist wahrscheinlich Nacht, ne? Falsch, sind in die Gefängniszelle gegangen. Ah, nein, da nicht. Ich hab schon geglaubt, da ist aus. Da geht's noch wieder auf. Schön. Nur deswegen. Wegen dem Ding hat sich schon ausgezahlt. Aber ganz ladet das nicht rein, so wie es ausschaut, weil so schaut der Block sicher nicht aus. Da werden wir dann noch einmal einen Neustart machen. Metall braucht man, ne? Gibt's da keins? Aber okay. Ja, so ein Wirbel, bitte. Da will unbedingt, ne? Wo bist du? Da ist er ja. So herumschreien heißt. Haben wir die Dietrich hier raus, ja? Da. Na, so hätte ich mir es vorgestellt, ne? Leider nein, ne? Aha. Da drüber unten. Komm mal dort hin. Na gut, dann machen wir es halt auf die alten Mode schon, ne? Da ist ein Gitter. Wenn wir sie ja da aufmachen. Das kann natürlich jetzt wieder ein bisschen dauern, ne? Mir nicht drüber. Aber wie gesagt, finde ich, gehört auch so. So ein dickes Metallgitter haust nicht einfach mit vier Schlägen auf. Ne? Gleich haben wir es.
Na. Echt, wir haben 3 Ringe Ausdauer verharzt jetzt. Bumm. Dietrich verbrauchen wir da wieder zur Abwechslung. Na gut. Ich hoffe, das rentiert jetzt, was wir da finden. Haha! Hat sich richtig rentiert. Ui, wo geht's denn da wieder hin? Jetzt haben wir da jetzt wieder, wo wir voll. Oh! LOL! Okay, da warten wir so auch hinkommen. Da siehst du, das kann überall was sein. Das ist so geil, ich stehe drauf. Ey. Oh, da kommt man nicht rauf. Ei, ei, ei. Hätte man das wegschlagen sollen, das Gitter da. Doch raufkommen. Etal brauchen wir, ne? Will er nicht? Gut. Jetzt aber ein Bettel gehen wir da nicht. Da haben wir schon eins. Ich werde mich schlafen legen, Leute. Und beim nächsten Mal werden wir weitersuchen. Elvins Ruhe. Das müssen wir abpflügen, abgrasen und uns alles anschauen. Weil das werden wir nicht so schnell finden. Richtig. Aber egal. Macht eh Spaß, mir taugt das. Wenn wir vielleicht manchmal ein bisschen lau, aber das macht ja nichts, gehört dazu. Nicht alles gleich finden, besonders wenn man es allein nicht macht. Leute, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und tschüss.